Das heißt, da ist ein Video von diesen Krav Maga Meister. Wie soll das, dein Hirn das ernst nehmen? Aber die wollen diesen Schmerz nicht haben. Hey Marek, was hältst du von Krav Maga? Ich glaube, ich trainiere Krav Maga, weil die können mit Leichtigkeit auch Messer entwaffnen. Du, auf den Umgang mit dem Messer. Erlernen. Immer. Das ist einfach auch, sorry, mein Freund. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. An meiner linken Seite ist mein Privatschüler für die nächsten 2 Wochen. Einige hatte schon hinter sich, wie man sehen kann, ehemaliger Ringer. Ne? Wie lange hast du das gemacht? 10 Jahre, aber es ist schon 15 Jahre her. Ja, aber ich merke das immer noch. Ja, er hat schon ordentlich Power, von dem darfst du ihn nicht zum Boden bringen lassen, dann ist aus. Aber wie hat er bis jetzt, wie du hast trainiert schon 4 Tage mit Stock, 4 Tage mit Messer. Wir waren dazwischen auch Schießen und so. Wie hat dir der Stockkampf gefallen oder Stocktraining? Ja, sehr gut, sehr gut. Also sowohl Stockkampf als auch Messer hatte ich gar keine Erfahrung und weiß jetzt 100% mehr drüber. Ja, ist auch also die extreme Bodymechanik, ja, oder? Weil immer mehr Kampfsportler kommen zu mir und auch ihr in Ringen, ihr bewegt euch schon super, ne? Aber bei mir ist das hier egal, ob mit Waffe oder ohne Waffe, nochmal extrem, das Schnelles nach vor, Schnelles zurück, ja? Ich zeige auch mit dem Stock nicht irgendwelche Stöckchen, Fechtereien, sondern auch der richtige Kampf. Egal, ob ich den Baum, ob ich den Stock vorne habe, ob ich die linke Hand einsetze, ob ich den Stock hier unten habe. Und dasselbe kannst du dann waffenlos einsetzen. Das heißt, egal was du machst, ist wirklich Power dahinter. Ja? Das heißt, einfache Sachen, die er sich merken kann, wenn er in Not ist. Irgendwelche komplizierten Sachen, das wäre einfach gar nichts. Ja, okay, und wie wäre es mit Messer? Wie hast du das Messertraining? Das war schon, hast du gesagt, es dir nochmal ein Stück mehr gefallen, obwohl es anstrengender ist, ja, oder? Ja. Weil bei mir Messertraining, mir ist sehr wichtig der Umgang mit dem Messer. Die meisten, so wie ich euch auch heute im Video zeige, konzentrieren sich auf die Entwaffnungen. Die meisten Entwaffnungen funktionieren aber da draußen nicht, ja? Mir ist auch wichtig der Umgang mit dem Messer. Ob du das Messer so hörst, ob das mit Messer, das Messer so hörst, ja? Erstens einmal die ganze Schnitte, die Arbeit mit dem Messer, auf lange Distanz, kurze Distanz. Dann haben wir da Täuschungstechniken hier, ja? Und viele andere Sachen. Oder bis hier, bam, bam, bam. Ja? Das sind alles Sachen, die ich dem beibringe, wenn ich sehe, hat die Hand hier, boom, wie du sofort auf die Hand gehst und schneidest und konzentriere mich nicht jetzt auf irgendwelche Entwaffnungen hier, weil das wird nicht funktionieren. Du darfst nicht vergessen, dass die meisten Messerangriffe passieren unvorbereitet. Und wer, könntest du jetzt entwaffnen? Keine Chance, ne? Keine Chance. Wir waren vor kurzem am Schießplatz, ja? Nochmal für alle, die noch heuer dabei sein wollen. Bis November habt ihr Zeit noch zum Reservieren. Ein paar Plätze gibt es noch, dann ist für heuer Schluss, okay? Und da gibt es so Gruppe, das sind irgendwelche Russen und die bilden Leute aus der ganzen Welt aus, die später auf den Containerschiffen arbeiten. Er hat das selber gesehen, wir haben Pause gemacht und ich habe ihm gesagt, schau mal zu, wie die mit Messer trainieren. Und da waren so Sachen, ich glaube, die haben Systeme trainiert, wo wenn er, komm her, so, wenn er mit dem Messer kommt, dass er sich immer so, die machen immer diese Bewegungen, hier, dann nimmt er das Messer weg und dann irgendetwas, alles mit 10-20% Angriff, ohne wirklich Power dahinter. Zweitens haben sie mit Gummimesser trainiert, das ist auch nichts, das nimmt dein Hirn nicht ernst, dazu kommen wir jetzt. Oh. Ich trainiere auch mit Soldaten der Spezialeinheit Cobra hier und die sagen selber, wenn ich mit denen trainiere, dass die meisten Sachen, die früher trainiert haben, funktionieren nicht. Das heißt, das ist wichtig, der Umgang mit dem Messer.
Mit Schießen habe ich auch Erfahrungen. Ich bin der IPSC-Schütze. Mein bester Freund, der auch euch ausbildet, ist einer von der Spezialeinheit. Cobra, aktiver Soldat, war überall in Afrika in Einsatz und vielen Ländern, wo die Kriege herrschen und so weiter. Das heißt, kein Theoretiker, sondern einer, der es wirklich drauf hat. Da die Leute, die man sich da anschaut, die dann nach 3 Tagen, 4 Tagen schon so durch das Schießplatz gehen, ja, mit der Kalaschnikow in der Hand, haben aber keine Ahnung von der Materie, die gehen so hinter den, man sieht, dass die nicht wirklich Ahnung haben, dass man sich wirklich schön bewegt und so weiter. Und dasselbe mit dem Messer, das hat er live sehen können, wie sie angreifen, wie sie reagieren, wie sie zum Beispiel hier blocken mit der Hand, dann machen sie irgendetwas, anstatt bumm, würde ich sofort durchziehen. Das alles, wir haben auch Sparring gemacht, weil Sparring ist sehr, sehr wichtig. Egal ob im Kampfsport, egal ob Kampfkunst, du musst Sparring machen. Wie sollst du das sonst einsetzen oder überprüfen, wenn du kein Sparring machst? Der Sparring hat dir auch viel gebracht, oder? Ja, es war super. Weil dann auf einmal hast du gesehen, wenn du nicht weißt, bumm, wie wenn einer reagiert so brutal, aber scheiße, auf einmal funktioniert fast gar nichts. Wichtig ist bei mir die Bodymechanik, dass du dich richtig bewegst. Aufpass, eventuell wenn was kommt, bumm, schneidest. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber jetzt kommen wir zu dem Video. Das heißt, da ist ein Video von diesem Krav Maga Meister. Den kennen die meisten Leute. Er bildet wirklich viele Leute aus. Ich habe auch nichts gegen ihn. Auch nichts gegen Krav Maga. Das heißt jetzt nicht, dass mir irgendwelche dummen Kommentare kommen. Jeder soll machen, was er glaubt. Alles ist besser, als gar nichts zu machen. Ja? Mir geht es um das hier. Um die Messertechniken. Ja? Die meisten Messertechniken funktionieren einfach nicht. Ja? Wer glaubt, dass es funktioniert und mich entwaffnet, kann ruhig zu mir kommen. Und dann schauen wir, ob es funktioniert. Vorbei! Es funktioniert. Wie kann ein Meister mit so einem Messer trainieren? Das habe ich mir jetzt extra aus den Matten ausgeschnitten. Hoffentlich bringt mir mein Freund nicht um dafür. Aber das war nur so ein Stückchen, ist hier gelegen. Jetzt schaut sie das einmal an. Ja? Ich habe ihm vorher gesagt, besser trainierst mit einem Vibrato in der Hand. Ist härter wie das da hier. Wie soll das, dein Hirn das ernst nehmen? Wie kann ich jetzt attackieren, wenn er weiß, egal ob ich ihn treffe, du spürst nichts? Ja. Wirst du mit dem attackiert werden oder gestochen werden? Nein. Und du weißt, wovon wir reden. Wir haben jetzt 2 Tage Sparring gemacht. Und glaub mir, du hast so richtige Einstiche auch mit diesem Messer. Das ist zum Beispiel ein Shop. Ja? Wichtig ist immer, dass du Schutzbrille hast. Ja? Alles andere, ja, musst du halt durch den Schmerz gehen. Viele Leute wollen heute Meister, Warrior, Fighter, keine Ahnung was sein. Die nennen sich irgendwie so aufgefällig, aber die wollen diesen Schmerz nicht haben. Ohne Schmerz kannst du nicht wirklich was lernen. Das ist dasselbe, wenn ein Boxer will Weltmeister werden, aber boxt die ganze Zeit nur am Samstag. Das geht auch nicht. Und das Sparring gehört einfach dazu, weil er dann weiß, oh scheiße, wenn einer mit dem Messer, auf was muss ich aufpassen? Du bist ganz anders in so einen Angriffmodus, oder wie soll ich sagen, dass du jetzt aufpasst, wenn was kommt, dass er einfach reagiert und sich nicht konzentriert, ihm das Messer wegzunehmen. Wenn sich das die ganzen Jugendlichen dann anschauen, letztes hat mir einer eine Nachricht geschickt, hey Marek, was hältst du von Krav Maga? Ich glaube, ich trainiere Krav Maga, weil die können mit Leichtigkeit auch Messer entwaffnen. Es gibt keine mit Leichtigkeit Messer entwaffnen. Wenn ich hier das Messer habe und hier, könntest du mich entwaffnen? Nein, keine Chance. Ja, und oft passieren so Sachen, bumm, und ist schon vorbei, ist schon aufgeschlitzt. Was wirst du durch Hand halten? Auch das, wenn er hier blockt, weißt du, viele zeigen, jetzt blockst du, dann machst du hier, bumm, gehe ich sofort runter, verlage ich das Gewicht, bumm, und komme hierher. Problem ist bei den meisten, dass sie dann nur stehen und so angreifen. Ja, so kann man immer irgendetwas machen, wenn ich mit 10% angreife. Zweites Problem ist, komm bitte von der anderen Seite, dass auch wenn du zum Beispiel blockst, so wie im Video, ja und jetzt hältst du mich, ja, dass jetzt die stehen da und er macht irgendetwas. Wenn der Angreifer, ist er auch nicht dumm, wenn er merkt, dass ihn jemand greift, er hat die linke Hand, das ist das, was ich meinen Leuten beibringe. Sobald ich einer hilft, bum, bum, Kopf, Kopf, bum, 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 bum. Du kannst dich genauso befreien, sorry mein Freund. Du kannst dich genauso befreien wie er. Kannst genauso
attackieren. Zweitens, wenn ich merke, dass ich hier irgendwo ankomme, wupp, bam, die Finte, diese Strategie, wenn ich zum Beispiel hier komme, bam, steche hier, komme hier, bumm, steche hier, dann hast du die langen, wie ein Punch, bam, 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 hier, bumm, wäre schon sein Auge weg, oder hier, bumm, Hals. Ich kann lange Distanz überbrücken, um reingehen. Das sind alles Sachen, die du kaum entwaffnen kannst, oder? Ja. Sag ja noch einmal, wenn einer komplett unvorbereitet und jetzt so startet, hast du keine Chance. Wenn ich irgendwo in Lief sein sollte oder wie auch immer, sicher gibt das Möglichkeiten, wenn du keine Chance hast, wegzulaufen, dann musst du kämpfen, musst du ihn halten, pom, pom, und kämpfen, ja? Das ist alles gut. Finde ich auch gut, macht sie auch ruhig. Solche Sachen. Aber nicht 90% von dem Messertraining. Bringt den Leuten bei, auch das richtige Umgang mit dem Messer, so wie heute auch in den Online-Kursen gezeigt hat, wer nicht persönlich mit mir nicht trainieren kann, oder? Wie fühlt sich das an, so, wenn man mit dem Messer übt? Und nicht nur die Entwaffnungen. Man will auf jeden Fall nicht getroffen werden. Genau. Aber ich glaube auch, du wärst nicht zufrieden, wenn ich dir die ganze Zeit zeige, dass wenn du irgendwie angreifst, dass ich dir das machst du das, dann machst du das und machst du das. Vielleicht als Anfänger, weil du nie mit Messer trainiert hast bis jetzt, würdest du auch glauben, wow, es ist so einfach. Aber dann, wenn wir Sparring machen, ja. Und, boom, ja, und merkst du, ach scheiße, da funktioniert doch fast gar nichts, oder? Mhm. Dann bringe ich dir wieder auf die Erde wieder zurück von den Höhenflug, oder? Ja. Weil die meisten glauben, na, das ist einfach, mache ich das und das und das, vor allem die Jugendlichen. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr gefährlich, oder? Wenn die Jugendlichen glauben, dass man mit Leichtigkeit entwaffnen kann. Messer ist mega gefährlich. Auf nahe Distanz ist sogar gefährlich auf die Pistole, ja? Diese ganzen Leute, was ich euch gesagt habe, aber wie wir am Schießplatz waren, der hat auch mich gefragt, ob ich seine Leute unterrichten will. Aber er hat gesagt, ich soll ihm Entwaffnungen zeigen. Entwaffnung mit Messer, Entwaffnung mit der Pistole und so weiter. Die arbeiten auf den Containerschiffen. Wenn der irgendein aus Somalia kommt, der nichts zu verlieren hat, erstens einmal, die meisten haben Kalaschnikow, das heißt AK-47 in der Hand. Und mit einem AK-47 hast du selber geschossen, brauchst du nicht einen auf die kurze Distanz halten, kannst ihn von 50 Meter auch abknallen. Ja? Dann diese ganzen Entwaffnungen auf den... mit der Pistole, hier, boom, boom, und da. Das meiste wird auch nicht funktionieren. Du bist jetzt nicht auf einer Tankstelle, wo irgendein Besoffener kommt und sich über die Decke bückt. Ja, kannst du, unter Umständen kann auch das funktionieren. Aber einer, der sich halbwegs auskennt, der will dich auf Distanz halten. Sobald du Schritt nach vorne, boom, 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 bist du schon weg oder halte ich dich hier, die Pistole ist da, kannst dich bewegen mit. Das heißt, die trainieren sehr viele unrealistische Sachen und deshalb habe ich ihnen gesagt, sorry, ich unterrichte sowas nicht. Entweder wirst du so, wie ich es trainiere, dass ich den Umgang mit den Waffen zeige und dann bist du halbwegs vorbereitet, ja? Dein Herz, dein Hirn weiß, aha, das ist Gefahr und nicht, ja, ich kann das und das und das entwaffnen. Und das ist meiner Meinung nach viel besser, ja? Auch die, viele schreiben dann, ja, aber bei den Spezialeinheiten funktioniert das. Ich trainiere mit den Spezialeinheiten. Welche von den Spezialeinheiten in den Einsatz, auch beim Krieg, kämpfen mit dem Messer? Das meiste ist nur gestorben durch Kugel, durch in einen Kugelhagel oder durch irgendwelche Bomben oder sonst irgendetwas. Aber das ist jetzt nicht, dass die jetzt, ja, kämpfen alle da mit dem Messer. Das heißt, die trainieren auch oft so irgendwelche Drills die ganze Zeit, was mit der Realität nichts zu tun hat, ja? Oder dann zum Beispiel haben die selbstverständlich, haben sie da Techniken, wo sie dann von hinten kommen, ja, und die hier, boom, und hier irgendwie ausschalten, töten oder wie auch immer, ja, von hinten. Aber wenn du den Aggressor aber hier von vorne hast, schau die Sache wieder ganz, ganz anders aus. Ich habe ja auch gesagt, dass wenn einer zum Beispiel Messer hat, ja, du hast Messer in der Hand, du bist jetzt mir überlegen als Aggressor, weil du hast Messer. Wenn ich das aber auch ein Messer rausziehe, dann hat sich das schon ausbalanciert, ja. Dann er weiß genau, dass auch er pum, gestochen werden kann. Ja? Jetzt will ich keinen dazu animieren, sich zu bewaffnen, Messer bei sich tragen. Nein, muss keiner. Aber wichtig ist, wenn du schon Messer bei dir hast, solltest du auch
den Umgang mit dem Messer erlernen. Weil das ist dasselbe, wenn du zu Hause Pistole hast, zur Verteidigung. Da kannst du nicht mal Magazin reingeben und kannst nicht mal laden. Ja? Das bringt dir auch nicht. Das heißt, musst du auch den Umgang mit dem Messer erlernen und unter Umständen trainieren. Das ist alles, was ich sagen wollte. Mir ist wichtig, dass die Leute einfach nicht so viel Hollywood-Bullshit zeigen, aber sich ein bisschen mehr konzentrieren auf den, an den Umgang mit den Waffen, egal ob jetzt Schusswaffen oder Messer. Das heißt, dass ihr einfach den Leuten die Wahrheit sagt, die Realität. Ich weiß, dass die meisten auch hier auf dem Schießplatz, die Leute, die stehen drauf, wenn er sieht, wie er entwaffnen kann, wie er weiß, was ich was mache mit dem Kalaschnikow. Aber das sind alles Theoretiker. Und wenn dich dann irgendwann die Realität einholt, dann wirst du schon selber sehen, was wichtiger wäre, den Umgang mit dem Messer zu erlernen oder die Entwaffnung, oder? Ja. Und ich muss sagen, er hat sich sowas von gesteigert in diesen 4 Tagen mit dem Messer, weil am Anfang hast du 0 Ahnung gehabt, ne? Ja. Und gestern haben wir 2. Tag Sparring gemacht und da hast du schon gesehen, dass auch er mich getroffen hat, weil es ist das. Wenn 2 mit Messer kämpfen, ist einer tot, andere schwer verletzt, das ist so. Frage ist, wer ist der Schwerverletzte, wer ist der Tote? Und da spielen auch viele Täuschungs-Sachen, Techniken eine wichtige Rolle, wie beim Boxen zum Beispiel. Wenn ich hier täusche, komme ich hier unten oder komme ich da. Immer, das ist einfach auch, sorry mein Freund, hat wieder auf die Hand getan. Das ist beim Messer genau dasselbe. Deshalb, trainiert Leute realistisch, er hat Gott sei Dank morgen schon frei, er freut sich schon, ja. Aber danach haben wir noch waffenloses Training. Mhm. Und ja, viel Spaß, Leute. Das war kein Hate jetzt gegen Krav Maga oder sonst irgendetwas. Trainiert Krav Maga, trainiert alles andere, komplett egal. Wichtig ist, meiner Meinung nach noch zum Schluss, am besten ist, wenn man Krav Maga bei jemandem trainiert, der Kampfsportler ist. So wie der Frank Fuchs von Ludwigshafen, jahrzehntelang Boxer, Boxtrainer. Und er ist auch ausgebildeter Krav Maga-Instruktor. Jetzt kannst du dir vorstellen, du musst offen sein auch für neue Sachen. Wenn ein Krav Maga-Instruktor eigentlich auch ein Boxtrainer ist, kannst du dir dann vorstellen, wie explosiv die Sachen sind. Weil auf der Straße funktionieren nur einfache Sachen. Wenn ich dann sehe auch irgendwelche so Sachen, machst das, dann machst das, das, boom, boom, hier, drehst dann. Es funktioniert, bist auf der Straße, boom! Und ist vorbei. Warum zeigst du ihm so viele komplizierte Sachen? Oder du hast die Hände hier, bam, bam! Aus, vorbei, was sollst du da jetzt? Bam, 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 bum, bum, dreh, bum, bam, hier. Leute, alles Hollywood, nimmt das nicht alles nicht so ernst. Trainiert einfach realistisch und vergiss nicht, es muss auch wehtun. Kein übertriebener Schmerz, kontrollierter Schmerz, weil sonst wirst du eine böse Erwachung auf der Straße erleben. Vielen Dank, mein Freund. Wir machen jetzt weiter, heute ist waffenloses Training. Morgen hast du frei, genieß es. Mhm. Wir sehen uns, Leute. Vergiss nicht, schaut dir den Online-Kursen. Und wer heuer noch dabei sein will, muss es schnell sein. Ciao, ciao.